So, ich bin der Bossner, ihr seid auf dem Kanal von Hype Blub Blub, aka Blubi, und viel Spaß mit dem Interview. Wer bist du und wie bist du auf deinen Namen The Bosnia gekommen? Wie bereits erwähnt, ich bin der Bosner, Rapper aus Stuttgart, 22 Jahre alt und Newcomer im deutschen Rap. Wie bin ich auf meinen Namen gekommen, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich bin halb Bosnier, halb Deutscher und dachte mir damals, hey, der Name reimt sich, hat sich damals nicht gereimt, war mir dann auch egal, der Schaden war getan und der Name stand. Welche Reaktion hast du nach meinem Newcomer-Support hier auf meinem Kanal bekommen? Die Reaktionen waren relativ gut. Die Leute kamen zu mir und haben mir auf Instagram und auf Facebook geschrieben, dass sie die Songs ganz cool finden und mich auch weiterhin supporten. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da ich den einen oder anderen Hörer auf jeden Fall dazu bekommen habe. Wie kamst du auf die Idee, den Purge-Film lyrisch auf einem Album zu verarbeiten? Also die Purge-Filmreihe ist eine meiner Lieblingsfilmreihen an der Stelle. Und ich finde die Idee in dem Film, die Arbeitslosigkeit, die einen quasi in einer Bevölkerung stört, durch eine Purge quasi zu minimieren, finde ich eigentlich relativ cool und fand ich auch recht interessant. Und das gleiche wollte ich dann quasi mit der Wackness im deutschen Rap quasi gleich machen. Welche Idee steckt hinter deiner Maske, die man ab und zu in deinen Videos und auf deinen Covern erkennen kann? Ja, was steckt dahinter? Also in den Purge-Filmen, unschwer war zu erkennen, tragen die auch alle Masken, wenn sie quasi purgen gehen, damit die Leute, die das hier leicht überleben sollten, nicht wissen, dass sie es waren und dann quasi im nächsten Jahr selber gepurged werden. Aber an sich finde ich die Maske eigentlich mega cool und dachte, es passt einfach dazu. Wie lange machst du schon Rap und was war der Auslöser für dich, mit Rap anzufangen? Mittlerweile mache ich Rap seit 8 Jahren. Und was war der Auslöser? Ich habe damals viel Eminem gehört und gemerkt, dass er viel Scheiße durchgemacht hat und in seinen Texten einfach quasi die Sachen ein bisschen verarbeitet, ein bisschen quasi thematisiert. Und das dachte ich eigentlich, dass es für mich auch relativ praktisch ist und passend. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, mache ich das auch, weil mir das auch sehr geholfen hat bis zu dem heutigen Tag. Welche Songthemen sind auf deinem Mixtape I'll Be Back Volume 1 verarbeitet? Auf dem Mixtape, was seit dem 15.08. in allen Stores erhältlich ist, kleine Schleichwerbung an der Stelle, sind überwiegend persönliche Songs von mir verarbeitet. Sachen aus meinem Leben, wie zum Beispiel auch wieder das Thema Depression, wie man trotzdem versucht, mit einem neuen Mindset an die Sache ranzugehen und einfach am besten mal selber reinhören und es abchecken. Wie gehst du vor, wenn du deine Texte schreibst? Meistens sieht das dann für die Außenstehenden relativ weird bzw. komisch aus, weil quasi einfach nur im Hintergrund ein Beat läuft und ich sitze dann wirklich so für Stunden da wie so ein Gestörter, der so vom Geist oder so besessen ist und sitzt dann da und sagt und schreibt dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Reime auf und versucht es dann quasi in einen Kontext zu bringen. Ja, und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr eigenartig aus. Wie gehst du vor, wenn du deine Reime suchst? Da sitze ich dann auch genauso in dieser Position da und sage den Reim gefühlt eine 500.000 Mal, bis ich dann quasi dann immer wieder durch Freestyle ansetze und mit diesem Reim dann quasi auf einen passenden Reim stoße. Bilde mal einen Reim auf Hi Blub Blub. Jetzt kommt der Freestyle-Boss, no joke. Ich sitze hier im Interview bei Hi Blub Blub und überzeuge meine Zuhörer mit Style und Kunst. Maximale Wackness ist da. Was war das erste Album, das du dir gekauft hast? Das erste Album, das ich mir selber gekauft habe, war von Kontra K, Aus dem Schatten ins Licht. Bis heute auch eins meiner Lieblings-Deutschrap-Alben. Muss man einfach so sagen. Mit wem aus dem JCC würdest du gerne mal ein Feature machen? Mit Romina würde ich ein Feature machen, auf jeden Fall, hat eine geisteskranke Stimme, die Frau. Und mit Gopnik, weil Slave und weil es mal einfach ein krasser Rapper ist. Wie hast du die Zeit in der Quarantäne verbracht? Ich bin viel spazieren gegangen draußen. Ich habe den Kopf frei bekommen, habe viel Musik gemacht und auch viel Musik gehört. Und überwiegend sehr viel gezockt. Was sind deine Ziele für die nächsten 5 Jahre? Ein bisschen erfolgreicher mit Musik werden, die Sache ein bisschen vergrößern und auch live anfangen, regelmäßiger zu spielen. Wenn ein gewisser Virus da nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen würde.
Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen als Newcomer im Rap-Business? Die größten Herausforderungen sind im Endeffekt nur eine Supporterschaft und eine Hörerschaft aufzubauen, weil es bringt nichts, wenn du den geilsten Rap auf der Welt machst, aber im Endeffekt hört das dann kein Schwein. Das heißt, eine gewisse Supporterschaft, die auch wirklich den Scheiß exzessiv supportet und dich bei der Sache unterstützt, ist wichtig. Und einfach eine gewisse Hörerschaft aufbauen und sich nicht unterkriegen lassen. Hast du ein Team um dich herum, mit dem du zusammenarbeitest? Das Team sitzt auch gerade um mich herum. Die nette Dame, die auch mein Coverfoto geschossen hat, und ihre beste Freundin, die zwei haben das zusammen bearbeitet. Ja. Dann habe ich zum Beispiel auch meine besten Kumpels um mich herum, die mich da auch unterstützen und mir immer wieder Feedback geben und mir helfen, da mich weiterzuentwickeln. Des Weiteren habe ich auch noch etliche Produzenten, wie zum Beispiel Klusik und Haku in meinem Team quasi, die auch dafür sorgen, dass ich den geilsten Sound mit mir, der mir möglich ist, erreiche. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Welche Songs würdest du jemandem empfehlen, der dich noch gar nicht kennt? Auf jeden Fall Schaden in meinem Kopf würde ich jedem empfehlen. Dann würde ich noch Eiskalte Welt, Shotgun und meine neue Single Tetris und Spiegelbild auf meinem neuen Mixtape. Das sind Songs, die ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen würde. Wie können die Zuschauer dich nach diesem Interview weiter supporten? Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Kleiner Spaß am Rande. Nein, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Spotify und auf den ganzen anderen Streaming-Plattformen und bleibt immer up-to-date, wenn es um neue Musik geht. Letzte Worte. Als erstes bedanke ich mich auf jeden Fall bei HiBlubBlub, dass ich diese Möglichkeit hatte, dieses Interview zu führen. Zum anderen bedanke ich mich bei dem Team um mich herum, das mir hilft, diese Sachen auch zu verwirklichen, sei es jetzt Fotos, Videos und was weiß ich alles. Mega cool auf jeden Fall. Des Weiteren schöne Grüße an Klusik für den besten Sound. Könnt ihn abchecken auf jeden Fall. Macht super Mixing, Mastering für einen echt günstigen Preis. Und ja, wie gesagt, bleibt up to date und checkt auch die weiteren Sachen aus. In dem Sinne, peace out, der Osner.